So, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Duell gegen den Tabellendritten aus Leverkusen. Mit dem Ziel sind wir wieder 9 Punkte weg. Hinspiel war übrigens das 4:2 zu Hause. Und wir haben eine neue, wir müssen ein bisschen gucken, was wir heute machen. Wir haben eine neue Seite. Die linke Seite ist neu mit Agu und mit Hazard. Mal gucken, was die Jungs heute so können. Gerade auf Hazard, da bin ich ziemlich, ziemlich gespannt. Und dann gucken wir einfach mal. So, auf geht's. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Der große Augenblick ist da. Es ist sein erster Auftritt im neuen Trikot und wir sind natürlich live dabei. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfans, willkommen in der Bayer Arena. Es regnet, aber wir sitzen trocken und ich glaube, die Bedingungen sind trotzdem relativ gut. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Bayer 04 Leverkusen beginnt in diesem Spiel mit dieser Aufstellung. Sie treten hier nur mit einem Stürmer an, Buschi. Gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen. Und das geht auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. Kurzer Blick da auf die Aufstellung der Schalker. Zwei Wechsel in der Startformation. Im Tor ist Manuel Neuer. Stefan Savic spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Ja, es hat sich ein bisschen was geändert. Auch Marco Reus sitzt zum Beispiel auf der Bank. Das ist eine vorzige Überraschung, weil der eigentlich eine Dortmunder Vergangenheit hat. Hat dann nachher noch keinen neuen Vertrag bekommen. Und die Schalke haben gesehen, oh, den könnte man verpflichten. Also holen wir ihn. Und Marco Reus ist wahrscheinlich kein schlechter Transfer, der noch ein bisschen helfen kann, in der neuen Saison die Ziele zu erreichen. Und das heißt, alle Titel. Auf geht's. Das Spiel läuft. Leverkusen mit dem Anstoß. Ich bin gespannt, wie sie hier auftreten. Ja, mit dem Sieg wäre der FC Schalke tatsächlich, wie gesagt, auf einige. Hazard holt sich diesen Ball. Hazard, ja, gut, nachgesetzt da. Aber wie gesagt, mal gucken, wann er sein erstes. Und ob er sein erstes Bundesliga-Tor zieht. Und die Schalker führen, es ist kein Abseil. Und es ist Foligno, der ehemalige Leverkusener. Ja, der Sechser da unten, der hat nämlich das Abseits aufgehoben. Sieht gut aus für die Schalker, sie liegen vorne. Also 1-0 für die Gäste. Leon Bailey. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Es gibt hier Einwurf. Ja, ich habe gesagt, meine linke Seite neu aufgestellt. Da ist es mal Gosens und Agu. Oh, da. Schlagzeile zu ihm. Denn er muss heute zum ersten Mal gegen sein früheres Team. Naja, Hinspiel. Ganz einfach ist das nicht, oder? Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen? Oder lenkt ihn das. Alario, das war uns wieder kein Abseits. Alario! Zwei Ex-Leverkusener machen's.
Tor. Tor Nummer 11 für ihn. Ja, direkt mal ein Doppelschlag. Außen wird Einwurf geben. Pass auf außen. Jetzt haben sie den Ball. Schönes Ding hier. Lucas Alario. Viel mit Auge. Ja. Und die Balleroberung. Wichtig. Nicht wirklich durchgekommen. Ja, Richtung Paulinho. Kann er was draus machen? Hazard, aber kommt noch nicht ganz vorbei. Ah, gut gemacht, da. Lucas Alario. Eden Hazard. Ah, oder nicht? Ich habe gekocht jetzt bisher von Schapa noch zwei. Schön, dass Fatima der uns noch das Thema aufgehoben hat. Ball bei James. Ja. Ja, geht gut dazwischen. Gut, ja, gut gemacht. Klasse Zuspiel. Da schickt er den Mitspieler. Und Paulinho macht's trocken. 3-0. 29. Minute. So, 16. Saisontor für Paulinho, dein Doppelpack heute. Leon Bailey. Aber zumindest mal ein bisschen in die, nach dem 4-2, also auch übrigens im Hinspiel nebenbei, führten die Schalker schnell mit 3-0 und dann kamen die Leverkusener. Und dann 2-3, dann schafften die Schalker 4-1 und dann gab es noch das 2-4 von Savic. Also die beiden und genau das wollen sie heute verhindern. Lucas Alario. Ganz alleine. Paulinho. Und jetzt führen sie 4-0. Aber das war Weltklasse rausgespielt da außen. Vorlage mit Alario. Also wieder eine X-Leverkusener Co-Produktion. Die macht es im Moment. Dreimal Paulinho, dann Alario, der immer mal wieder so ein paar seine Akzente setzt. Tor Nummer 17. Ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Paulinho. Latza. Ja, man will gerne Hazard mal mit reinbringen, aber Chapa momentan, ja, macht es gut. Der lässt ihn da hinten noch nicht ganz vor, noch nicht zur Geltung kommen. Also bisher Hazard momentan noch ein bisschen abgemeldet, aber wie gesagt, das kann ja alles noch werden. Jetzt sind ja noch 45 Minuten zu spielen. James macht Druck. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Schöne Aktion. Oh, zweimal jetzt. Vedi Djapa, der wie gesagt den Hazard gerne meldet. Gut den Ball verteidigt. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Und dann ist Pause. 4-0 für die Gäste hier. Mit diesem Spielverlauf hatte ich so nicht gerechnet. Ups, das habe ich jetzt aus Versehen weggedrückt eigentlich.
So, mal gucken, was die Schalke in der zweiten Halbzeit vermutet hier. Richter, der immer wieder Angebot hat. Bis jetzt konnten die Schalker sich das erwehren. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Glück gehabt, da war nämlich ein Leverkusener Fuß drin. Ne, war es nicht. Tagliafico. Bailey am Ball. Christensen. Sie üben schon früh Druck aus. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschen. Ah, Bailey gegen Elvedi, den kann er noch. Da ist die Chance. Und ist vorbei. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Maximilian Arnold. Der Ballverlust. Schade, ich habe ihn gesehen. Ich habe Marco Richter da unten laufen sehen. Ein Ende, denn sein Wechsel zu Manchester United steht fest. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Ah, momentan. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Versuchen Sie Schalke so ein bisschen. Jetzt weiß auch Leverkusen probiert es gerade ein bisschen Druck zu machen. Leon Bailey. Entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Jetzt vielleicht. Und jetzt gibt's Elfmeter. Er gibt Elfmeter für Leverkusen. Und die Schalke bekommen einen Schwimmen, wenn der Gegner mal anfängt zu pressen. Das haben die Bremer gemacht. Es gibt zwar den Elfer, aber keinen Platzverweis. Ja, da lässt der Schiedsrichter Bilde. So, kann Manuel Neuer jetzt wieder eine Elfmeter killen? Ja, kann er. Hat gegen die Bayern eingehalten. Hat hier eingehalten. Gegen Hertha ging er drüber. Also man muss auch ein bisschen aufpassen. Man hatte schon 3 Elfmeter in der Nase. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Bayer Leverkusen. Dann geht es auswärts gegen Mainz 05. Und das ist eine hochklassige Partie. Das ist vorprogrammiert. Ahnt hier diesen gutes Ding. Ah. Und jetzt ein Schuss. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Also ist jetzt gerade noch nichts weiteres in der zweiten Halbzeit passiert. So, ich muss jetzt mal ein bisschen wechseln. So, jetzt kommt der nächste neue. Hier, es gibt Ecke. Vom Feld gegangen, die Nummer 10, Paulinho. Und mit der Nummer 30, Nico Elvedi. Neu in der Partie, die Nummer 21, Marco Reus. Und mit der Nummer 4, da kommt die Ecke. Kevin, da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Also, wie gesagt, Doppelwechsel gerade da runtergegangen. Ist es Paulinho runtergegangen und es ist in Elvedi, der gelb vom Belastet ist runtergegangen und der jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und Marco Reus und mittlerweile regnet es hier doch stärker, Buschi. Sauwetter ist das und für die Spieler ist es nicht einfach. Marco Richter. Ah, Richter, gut gemacht, der kommt jetzt bei. Aber kurz ins lange Eck gelegt. 0-5. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da geht. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Die Nummer 23, Marco Richter. Leon Bailey. Christensen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ah, schade, ich dachte, kommt noch. Auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Bailey. Leon Bailey. Der Ball kommt nicht durch, abgeblockt.
Gibt da übrigens die Ecke dann. Kurze Ecke. Leon Bailey. Jetzt wird's gefährlich. Da muss er aufpassen mit dem Technik. Ja, das der muss ich da. Das wäre gefährlich geworden. Ja, kriegt er den noch da mit? Da liegt ein Spieler am Boden, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es irgendwas Muskuläres. Kann Leverkusener gewesen sein, weil Bailey ziemlich platt war. Man soll ja nicht zu früh loben, aber hier waren sie so überlegen, das bringen sie auch noch. Ich habe gar nichts gemacht, das war normal Ball gespielt. Aber ich vermute, es gibt Gelb. Es gibt Gelb. So, dann wechsle ich jetzt da durch. Und einen gefährlichen Freistoß. Oh ja, da könnte was draus werden. Das ist eine gute Position. Jetzt kommt die Auswechslung. Der verwarnte Spieler muss runter. Ja, sicher besser so. Da geht er. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Die Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. In Nazar. Eine Phil. Minute noch. Da mit viel Übersicht. Gute Chance. Weiter gefährlich. Das muss es sein. Gehalten, aber weiter gefährlich. Da ist die Chance. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Und dann passiert nichts weiter. Nicht das sechste, noch der Schalke hinterher. Hey. Aber es passen halt nur vier. Persönlich fünf. Eintracht noch in der zweiten Halbzeit. Aber so drei Punkte sind drei Punkte. So, dann ist diese Partie auch durch. Das Spiel gegen den Tabellendritten haushoch souverän gewonnen. Das ist das Allerwichtigste. Zumindest bis ich wieder ein bisschen in die Erfolgsspur. Dritter Sieg jetzt in Folge nach dieser Niederlage in München. Jetzt haben wir knapp 5 Punkte immer noch Vorsprung. Es ist ja bald schon wieder Deadline Day. Oh, das Angebot für Richter reingekommen. FC Everton möchte ihn haben. Ja, ich muss leider irgendwie so ein bisschen auch mal aufs Finanzielle achten. 120 Millionen möchte ich für ihn haben. Das habe ich ja schon mal angekündigt, deswegen werde ich das auch durchziehen. Ich denke mal, die werden es auch zahlen. Und deswegen wird mal wahrscheinlich Marco Richter den Verein verlassen. So, gehen wir nochmal Richtung Deadline. Wenn wir dann eine etwas längere Folge, das heißt, hat ein bisschen mehr Transfers. Weil dann kann ich nämlich versuchen, nochmal zu reagieren. Dann muss ich gucken, wen ich noch hole. Ich weiß aber nicht, ob er kommt. Aber geht für den Preis. Nürnberg ist unser nächster Gegner am 1. Februar, also am nächsten Spieltag. Vielleicht bleibt er auch. Guck mal gerade wegen Transfers. Transferangebot von Coutinho. Den brauche ich auf jeden Fall, sollte das ist. Da kann ich blind einfach ablehnen. Da sollte das nämlich passieren, dass der kommt. Dass Marco Richter geht, wird Coutinho wahrscheinlich als rechts außen bei denen in der Startelf bleiben. Boah, was für eine Offensive. Ich nicht gedacht, dass ich die damals hinkriege. Aber gut, okay. Mal gucken, was passiert. Die Guess haben die geholt. Ich glaube, so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Was muss man gerade machen? Transferangebot für Alario. Zemlemas? Oh, ne. Nein, danke.
Haben wir das noch mehr Angebote? Wolves. Ne, brauchen wir nicht. Ach, zu gedenken drüber. Ich glaube, das Transfergebot von Marco Richter ist abgelehnt worden. Also die hätten nur 3,5 Millionen mehr legen müssen. Okay, dann nicht. Ich habe das einfach nicht gesehen, tut mir leid. Die haben die Kohle bezahlt, aber die haben nicht, die Verhandlungen sind abgebrochen worden. Weil ich das ein bisschen verpennt habe gerade. So, oh, Hertha schießt gerade auch ein bisschen Geld um sich. So, dann ist der Transfer-Deadline Day auch schon durch. Und wir verabschieden uns in der letzten für heute und gehen dann in die letzte Halbserie hier bei FIFA 21 unserer Karriere. Die letzten 16 Spieltage stehen noch an und da freue ich mich drauf, wenn ihr das euch mit mir gemeinsam anguckt. Wir sehen uns dann und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin und tschüss.